Koshin Each G2100. Klingt irgendwie verdächtig nach Turtle Beach Abklatsch. Ist es jetzt schon ab? Wow, Lüftung down. Warten wir einfach mal, weil es wirklich laut ist, oder nicht? Meinst du nicht? Egal, dann rede ich jetzt einfach mal drauf. Los! Ich darf heute meine super bequemen Kopfhörer vorstellen. Die Kopfhörer hier, wer hätte das gedacht, waren mal wieder ein kleines Schnäppchen von Wish.de. Wir haben ein wahnsinnig langes Kabel. Kann ich sehen? Ja, ja, lauter, leiser Regelung. Oh, der Laptop ist hochgefahren. Wir haben jetzt auch das nächste Feature. RGB-Beleuchtung. Das ist ganz süß. Hat sogar eine eigene Kabel dafür. Wo andere Kopfhörer nur ein Kabel brauchen, hatten meine drei. Hat einen 50 mm Treiber in den Muscheln. Hier mit Leder überzogen. Kunstleder. Mikro lässt sich wunderbar verschieben. Und zwar auch feststellen. Also ist nicht so wackelig, wie ich es eigentlich erwartet hatte. 20 bis 20.000 Hertz, was halt, wenn ihr euch ein bisschen mit auskennt, klar, der Bass kommt gut. Also es kann wirklich die richtigen Tiefen mitnehmen. Finde ich total gut. Naja, das ist Kali. Das ist Kali. Testen wir doch einfach mal, wie laut das geht. Dein Internet ist voll furchtbar. So, gehen wir mal auf. Der Sound ist sehr klar. Das finde ich noch eine ganz schöne Sache. Mal sehen, wie laut ich werden kann auf den Ohren, ohne zu sterben. Okay, jetzt wird es langsam unangenehm. Und? Kann man das hören? Ein kleines Manko habe ich. Wir haben vor kurzem eine LAN gemacht und die sind irgendwann unbequem. Die sind von der Verarbeitung her ganz schön. Die sind auch nicht so leicht, wie ich erwartet hatte, wie die anderen Produkte, die wir bei Wish bestellt hatten. Jetzt ist aber hier das so, das ist ein Schaumstoff und das ist einfach, das drückt irgendwann so auf den Kopf, dass man dermaßen Kopfschmerzen bekommt. Aber wenn man die immer mal wieder so hier praktisch quasi einmal nach vorne und dann wieder in die Mitte und dann nach hinten. So, für 30 Euro kann man da nicht viel verkehrt machen. Alles, was leuchtet, ist besser. Entschuldigung, ich habe jetzt keine Endcard. Wir sind auf der Endcard. Da ist der Carsten. Nein, das. Menschen, irgendwo Video. Hier oder hier oder hier vor meinem Kopf. Ja, mach was draus. Sondern einfach, dass diese Dinger nicht praktisch sind, um damit rauszugehen. Du fällst wahnsinnig krass damit auf und zeig mir mal ein Handy, wo du deine RGB-Beleuchtung mit USB anschließen kannst. Also, da brauchst du extra einen Adapter, um es aufs Handy zu spielen. Also völlig ein bisschen überzogen, nur damit die Kopfhörer leuchten, hier Adapter anzuschließen, um es ans Handy anzuschließen. Dann hat man hier den grünen für die Tonausgabe und rot fürs Mikrofon.